Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich spiele wieder Ranked und möchte noch Rang 3 erreichen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Und das hatte ich jetzt vor mit meinem Zoo Assassin 2.0. Er ist jetzt noch besser als zuvor. Wer sich erinnert, das ist das Deck, womit ich dann Legende geworden bin. Ist jetzt ein bisschen lange her. Hab ja pausiert. Was haben wir denn da jetzt anders? Was jetzt genau anders ist, ich habe den Ahnenschimmer oder die Ahnenschimmer oberen reingemacht und die Testspiele waren äußerst befriedigend mit der Karte, weil die hat mit für 3 Magier 4-2 und wir bekommen noch ein zufälliges Tier auf die Hand, ist schon ziemlich geil. Wir können also in der nächsten Runde auf jeden Fall etwas ausspielen. Ob es mächtig ist, ist natürlich die andere Frage. So, dann habe ich noch... Genau, eine wilde Bestienruferin rausgemacht und stattdessen, lasst mich kurz überlegen, was habe ich denn da stattdessen reingemacht? Genau, Schutzzauberwirkerin. Die Schutzzauberwirkerin habe ich reingemacht, um der ganzen Sache noch so ein bisschen, ja, unsere Kreaturen halt eben am Leben zu erhalten, ist ja ganz klar. Okay, so sieht das Deck aus. Es macht unheimlich Spaß, es ist verdammt stark und ihr könnt damit äußerst gut rushen, die ganze Sache. Wir werden es jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Seelenruhmarscher lassen wir erstmal raus. Wenn ihr die Gramfeste Verräter auf der Hand habt, ist das eigentlich immer so einer der besten Starts. In Kombination mit Kriegergildenrekrut oder der Harpier ist das wirklich nicht schlecht. Ihr könnt dann auf jeden Fall so ein bisschen die Kreaturen von euch fernhalten, jedenfalls von dieser Kreatur fernhalten. Jawohl, er kann nichts machen. Natürlich ist es äußerst schwer gegen Control Decks zu spielen, aber es ist auf jeden Fall mit dem Deck gar nicht so schwer. Es ist auf jeden Fall möglich. Ihr seht, jetzt hat er auf jeden Fall ein ziemliches Problem. Und ich denke, er wird auch irgendwas haben, um ihn in der nächsten Runde auch noch zu töten. Wir werden jetzt aber die königliche Weise spielen. Und vielleicht hat er Schutzschild, das würde uns natürlich immens helfen. Okay, der andere hat den Schutzzauber bekommen, das ist jetzt ein bisschen blöd. Aber ist jetzt nicht schlimm, wir können auf jeden Fall extrem vorangehen. Und haben jetzt schon mal 3 Kreaturen mit 4 Angriff auf dem Feld. Das sind gute Aussichten auf Erfolg. Der ist natürlich ein bisschen scheiße, aber gut, was soll's. Was wir machen könnten. Wir könnten angreifen, unsere Schutzzauber riskieren. Was ich aber lieber machen wollen würde, ist zu hoffen, dass einer von denen Gift hat. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Weisheit. Ja. Haha. Tödlich. Gib ihm. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Wir gehen stur vor. Jetzt haben wir schon 4 Kreaturen mit 4 Angriff. Jetzt so langsam wird es schwierig. Mit 5 Magiker sich dagegen noch wehren zu können, äußerst schwierig. Aber er kann's. Er kriegt das gebacken. Gut. Durchbrechen hat er. Dann werden wir es auch direkt mal einsetzen. Jawohl. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Okay, durchbrechen. Zack. Und jetzt können wir mit ihr direkt nochmal angreifen und hoffen, dass er keinen Wächter hat. Scheinbar hat er Wächter. Und egal, wen er jetzt eigentlich fesselt, wir können diesen Hiesen trotzdem zum Angriff verleiten. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Buh! So schnell geht das, Leute, so schnell geht das. Hm.
Die königliche Weise, Kriegergildenrekrut. Ich tausche alle aus. Meine Hoffnung war es natürlich wieder den Verräter auf der Hand zu haben. Wir spielen Ungolim. Dadurch bekommen wir dann die Bruderschaftsassassinen ins Deck und können dann natürlich für eine Magiker ganz gut die Kreaturen spammen, sobald wir sie ziehen. Das lohnt sich halt so gar nicht. Leider. Aber wir könnten dann wenigstens die blöden kleinen Kreaturen, die er als Wächter benutzt, die können wir dann wenigstens schon mal auslöschen und uns den Weg freibahnen für die, die dann kommen. Wir könnten natürlich auch warten, bis wir die Dolchsturzmagier dann aufs Feld bekommen. Für die schwarze Hand. Finde ich besser. Ansonsten wäre die Schutzzauberwirkerin doch ziemlich verschwendet. Ich meine, immerhin haben wir die Dolchsturzmagierin bereits auf der Hand. Aber genau das habe ich gemeint. Mit sowas verteidigt er sich. Aber okay, hier kommen wir ohne Probleme vorbei. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich würde aber gerne für die schwarze Hier Hand. Gehen wir auf jeden Fall rein. Und spielen schon mal die Dolchsturzmagerin. Vielleicht haben wir Glück und der lässt das Schutzschild ploppen. Dann haben wir dann schon mal das Buch noch weiter in der Hand. Okay. Shea soll euch holen. Wir gehen hier weiter rein. Jetzt ist halt die gute Frage, wir könnten den tapferen Beutelschneider mit Schutzzauberwirkerin auf den tapferen Beutelschneider spielen, das wäre auch eigentlich kein Problem. Oder wir könnten die königliche Weise spielen. Was jetzt halt echt absolute Verschwendung wäre. Ich meine, die kriegt er sowieso nicht weg, die anderen werden im Schatten. Wir könnten aber auch Ahnschimmeroberin spielen. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Hier haben wir eigentlich ganz viele tolle Züge, aber ich würde lieber sowas hier machen. Dann haben wir schon mal zwei Kreaturen mit einem Schutzzauber und er könnte hier reingehen, außer er sagt, er hat jetzt genug Manpower, um die Sache zu spammen. Okay, er spammt. Interessant. Okay. Können wir schon mal sowas hier machen? Und könnten ihm das hier auch geben. Und löschen ihn aus. Diesmal können wir leider nicht so hart ins Gesicht gehen, aber wir können immer noch im Mittelgame ganz gut reinhauen. Okay, dann gibt er den hier zurück auf die Hand. Wir könnten natürlich jetzt hoffen, dass wir mit der königlichen Weise... Ah nee, das wäre blöd. Ich weiß, was wir machen. Wir spammen hier erstmal ins Gesicht. Ich schließe mich dem Kreis an. Okay. Auf der Seite würde ich jetzt ungern noch eine Karte spielen. Ich hatte mir nämlich gedacht, Ahnenschimmeroberin, bevor die Scheißkarte hier geploppt ist,
Anschimmeroberin und tapferer Beutelschneider. Und dann noch Bruderschaft-Assassine. Das wäre halt geil gewesen, ne? Das wäre äußerst geil gewesen. Aber so würde ich sagen, ich spiele lieber erstmal den wilden Bestienrufer und hoffe, dass wir da was Gescheites bekommen. Sumpf-Leviathan. Oh, danke. Großer Manitou. Das ist natürlich top. Und hier prescht er durch und eventuell haben wir hier eine Prophezeiung. Haben wir leider nicht. Boah, das ist alles ziemlich scheiße. Verzeihung, danke. Oh Mann, das sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. Obwohl, wir könnten den hier umbringen. Aber dann gäbe die Chance, also wir könnten hier den hier rüber switchen und den umbringen. Ich habe aber eine bessere Idee. Ich meine, wir sterben nicht nach einem Angriff von denen. Das heißt, ich gehe hier lieber rein. Und spiele die Bruderschaftsassassinen links und kann sie dann in der nächsten Runde dazu benutzen, um ihn zu töten. Lasst mich kurz mal rechnen. 3, 2, 5, 2, 4, 2, 1. Ja, das wäre auf jeden Fall besser. Okay. Tapferer Beutelschneider. Bruderschaftsassassinen. Okay, Blitz haben wir auch. Wir könnten den Blitz natürlich auch benutzen, um diesen Hiesen zu töten, aber wir haben ja auch noch Prophezeiungen und in den Prophezeiungen sind dann halt auch so Sachen drin wie. Oh, leider kein Ansturm. Sind dann halt so Sachen drin wie die Harpyie, wo wir einen von denen eventuell noch fesseln können. Das wäre halt nämlich Ich genial. schließe mich dem Kreis an. Ich meine, wir haben jetzt eine richtig gute Angriffsstärke. Ich hoffe, er kann uns doch nicht so viel abziehen. Ich werde den Hist beschützen. Okay. Wow, okay. Wird also doch noch knapp. Aber gut, wir haben einen flinken Schlag. Das wird uns eine Menge helfen. Und Wir wissen zwar werden wir alles. jetzt erstmal das hier so tun. Zack, geh mal rein. Okay. Kaschid hat genug. Wir machen erstmal hier mit denen Schaden. Ihr entkommt mir Und nicht. jetzt machen wir den Schaden. Zack. So, Leute, jetzt können wir nur hoffen, dass eine Prophezeiung ploppt. Jawohl, Gott sei Dank. flinker Schlag. Zack. Und genau 8. Das war gut kalkuliert, sage ich mal. Gut kalkuliert. Schneesäbelzahntiger, wilde Bestienrufer, natürlich weg. Tapferer Beutelschneider für den Anfang ist ganz okay. Ich habe auch schon öfter es geschafft, den wirklich bis 5-5, 6-6. Glück über So, euer Haus. das habe ich eigentlich schon Dein öfter mal geschafft, feiner Kampf. durch ja, das ganze Switchen. Und beschützen natürlich. Es geht. Jedenfalls ist das auf jeden Fall so eine Karte, wo der Gegner versucht, irgendwie loszuwerden. Und hier haben wir eigentlich eine ganz gute Chance. Ich spiele den tapferen Beutelschneider. Erst einmal im Schatten. Normalerweise spiele ich immer ganz gerne links,
Und sobald er sich da irgendwie verteidigt, switche ich auf die Seite und habe ihn dann nochmal im Schatten. Wenn nicht, dann greife ich an und setze ihn nochmal in Schatten. Das wäre auf jeden Fall besser. Machen wir es lieber so. Er kann sich verteidigen. Dadurch wird er halt nicht im Schatten sein. Und unsere Kreatur wird dann leider sterben. Wir könnten uns aber auch mit dem Kriegergilden-Rekruten verteidigen. Das würde natürlich auch gehen, ne? Hier könnten wir uns verteidigen, dann müsste er da erstmal reingehen. Und dann hätten wir die auch schon mal tot. Denn unser Dünenschmuggler, der würde natürlich jetzt sterben. Wir könnten aber auch die Ahnenschimmeroberin spielen. Würden aber dann keinen First Blood machen. Unser Dünenschmuggler würde aber einen jährlichen Tod sterben und das nervt mich so ein bisschen. Und ich meine, tapferer Beutelschneider würde jetzt auch einen jährlichen Tod sterben, das ist ja klar. Und ich will halt meine Agro nicht verlieren, ne? Okay, wir haben noch mehr Dünenschmuggler, also von daher versuche ich da lieber ein bisschen in die Offensive zu gehen. Switche ihn rüber. Er bekommt 3. Also hat jetzt 3-3. Jetzt hat er 4-4. Und dann haben wir in der nächsten Runde eigentlich eine ziemlich gute Kreatur. Und können sie dann eventuell mit der königlichen Weise auch noch verstärken. So, dafür musste halt eben die hier sterben. Aber dafür haben wir eine 4-4er statt eine 3-1er. So, mal gucken, was wir da haben. Entzug. Ja, okay, ist gut. Ja, Entzug ist mir eigentlich eher kontraproduktiv, da ich möchte, dass er ein paar Runen bricht. Bei dem Deck ist es halt ganz gut, jetzt vor allem auch, wenn wir die Anschimmeroberen haben, dass uns die Karten jetzt nicht unbedingt ausgehen. Das ist jetzt echt scheiße. Aber er hat seine dadurch jetzt auch umgebracht. Wir gehen jetzt weiter rein, tun hier Ahnenschimmeroberin spielen. Ein Höhlenbär! Das ist gut. Und die Schutzzauberwirkerin auf unsere Wächterin. So kann er sich nicht mit kleinen Karten töten. Und wir können nur hoffen, dass er nicht noch einmal so einen scheiß Schneesturm auf der Hand hat. Okay. Wir gehen erstmal hier rein. Gehen direkt mit der Ahnenschimmeroberin rein. Wir könnten jetzt auch den Höhlenbär spielen. Wir könnten aber auch Mondscheinfledermaus spielen. Das wäre eigentlich auch kein Thema. Aber dann könnte er den Schneesturm spielen und dann wäre die Sache auch gegessen. Wir könnten aber auch Anschimmeroberin spielen, links und dann noch mal einen Kriegergilden-Rekrut. Oder ich heb mir das auf für die nächste Runde, da haben wir nämlich 7 Magiker, ich denke, das wäre besser. So, ich spiele den Höhlenbär rechts, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit den Attributen, außer sich zu verteidigen, macht er da jetzt, glaube ich, nicht viel. Und wenn er sich da verteidigt, können wir wenigstens mit einer guten Manpower dagegenhalten. Das ist jetzt nicht so gefährlich. Ich denke mal, er hofft auf den Wächter. Hat er aber nicht. Das sieht gut aus, vor allem mit dem flinken Schlag und dem Höhlenbär. Können wir da eigentlich ganz gut was reißen. Deswegen würde ich schon mal reingehen. Eine ausgezeichnete Darbietung. Geht da noch mal rein. Zack. Und geht da noch mal rein. Okay. Da kann da nichts mehr machen. Höhlenbär! Bruno! Bruno der Bär bringt's zu Ende. Okay, geil, Leute. Ihr seht, das Deck ist mega geil. Es ist nicht umsonst eins meiner Favorites. Wir haben jetzt 3 Spiele gemacht, 3 Siege, die gingen auch ziemlich schnell.
Der Gegner weiß nicht, was er damit anfangen soll, und das ist halt ein Deck, das wird zurzeit eigentlich so, das wird nicht gespielt. Das wird nicht gespielt, jeder spielt den ganzen Mainstream-Scheiß. Und ich sag, okay, es gibt auch die alten Decks, die umgemodelt wirklich was taugen. Ich kann es euch wirklich ans Herz legen, das Deck mal auszuprobieren, und rockt die Sache. Damit könnt ihr auf jeden Fall aufsteigen. Wenn euch die Spiele gefallen haben, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben, ein Abo. Ich würde mich mega freuen, dann wachsen wir auch hier ein bisschen voran. Mein Ziel sind jetzt 150 Abonnenten, das wäre voll toll. Ansonsten würde ich jetzt die nächsten Tage noch ein bisschen mit dem Su-Assassin spielen, das mir unheimlich viel Spaß macht, und euch mal so ein paar Taktikmöglichkeiten zeigen natürlich. Und ich hoffe mal, dass ich jetzt noch genug Zeit aufbringen kann, um wenigstens Rang 3 zu erreichen. Das wäre ganz witzig, denn zurzeit habe ich leider nicht so viel Zeit, da ich einen Hauptberuf habe und diesen natürlich auch ausübe. Von daher nimmt es mir nicht übel, wenn vielleicht nicht jeden Tag was kommt, aber ich bemühe mich, da genug abzudrehen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Euer LineTube.